Dies ist die Geschichte einer Kleinstadt. Die weißen Zäune hier müssen wahrscheinlich repariert werden, aber ich mag uns. Meine Frau Thelma und ich, wir wurden dieses Jahr geschieden. Hallo, Andy. Oh, hey, Thelma. Sie hat das Kind. Hey, Dad. Hey. Und mein Junge Bill. Gefällt es ihm, reich zu sein? Oh, ja. Ich bin total entmutigt. Verdammt nochmal! Ich hatte einfach genug davon, nicht genug zu haben. Es musste doch irgendwas geben. Ich brauchte einen genialen Einfall. Oh, verdammt. Wir werden die erste Stadt sein, die an einem Strang zieht. Um einen Film für Erwachsene zu drehen. Oh. Drehen wir ein Porno. Porno, Porno! Ich würde gerne den Autorregisseur geben. Aber du müsstest dann tatsächlich das Drehbuch schreiben. Boris macht es Bianca gerade von hinten, während sie dabei eine Bombe entschärft. Ich finde es irgendwie unverantwortlich von den beiden. Es würden eine Menge Leute draufgehen, wenn diese Scheißbombe explodiert. Ja. Hör mal bloß ein, das ist absolut irreal! Wir leben in modernen Zeiten. Es muss doch Bräute geben, die gerne einen Porno drehen würden. Nein, das ist doch verrückt. Wer will mich schon sehen, wie ich mich über das Sofa beuge und er mir... Ich habe mich gefragt, ob ich in einer Lesben-Szene mitspiele. Ah. Action! Sind das eure Penisse? Haben eure Eltern alle im selben Atomkraftwerk gearbeitet? In der Menschheitsgeschichte hatten nicht die Typen, die genau wussten, was sie taten, die besten Ideen. Es rührt sich überhaupt nichts. Möchtest du etwas Hilfe, Süße? Nein, die kam von Leuten, die alles wirklich hart versucht und sich keinen Kopf gemacht haben. Ich bin nicht schwul! Dann bist du ein Spion undercover. Wir drehen eine Lesbenszene, Masturbation, ein paar auch im Hintern. Unglaublich, wie beliebt in den Popo ist. Im Porno. Alles im Kasten!